Showtime in der Feldkircher Vorarlberghalle. Zum dritten Mal innerhalb von 14 Tagen treten die Kitzbüheler Adler gegen eine der drei AHL-Ländle-Mannschaften an. Diesmal fordert die VEU Feldkirch. Die Vorarlberger versuchen von Anfang an Druck zu machen. In gewohnt starker Manier halten die Gamstädter dagegen. Harmlos ausgedrückt, denn schon in Minute 4 kommen die Adler im Sturzflug. Sislenikovs legt auf und Sprugz drückt völlig ungehindert ab. Es steht 1:0 für die Gäste. Die Adler sogleich im Höhenflug sind im Ansturm auf Kaffiskasten kaum zu bremsen. Diesmal landet aber nur Saringer im VU-Gehäuse. Die Hausherren kommen zu mehreren Möglichkeiten, die aber allesamt zur sicheren Beute von KIC-Keeper Kangas Korte werden. 0:1 lautet also der erste Pausenstand. Mit Leidenschaft geht das Match in den zweiten Spielabschnitt, wie Sprugz und Preuß hier zeigen. Fekete bekommt dann den perfekten Pass in die Tiefe, schießt. Kangas Korte macht sich lang und Puschnik setzt nach. Ausgleich! Doch nein, der Treffer zählt nicht. Die Headschiedsrichter entscheiden auf Tor am Abseits. Das haut Puschnik glatt um. Die VU dann in Unterzahl. Kurzpassspiel zwischen Sprugz und Sislenikovs. Und Wessner drückt die Scheibe kurz und bündig ins Tor. Mit diesem gelungenen Abschluss führen die Tiroler in Minute 33 mit 2:0. Und dann kommen die Feldkircher ins Powerplay. Fekete klingelt am Alu. Die Lücke noch offen und Puschnik netzt ein. Kevin Puschnik wird doch noch für seine Bemühungen belohnt und erzielt den 1:2 Anschlusstreffer für die VU in Minute 36. Damit wird zum zweiten Mal pausiert und das Schlussdrittel verspricht ein spannendes Finale, das allerdings lange auf sich warten lässt. Minute 57, Preuß im Alleingang und der macht's. Patrick Preuß bringt die VU mit seinem 2:2 wieder auf Augenhöhe mit den Adlern. Durch. 22 Sekunden später. Die Feldkirch-Fans noch im Jubel über den Ausgleich und er bleibt ihnen im Halse stecken. Lidström lenkt den Puck zum 2:3 in Kaffismarschen und die Gäste gehen abermals in Führung. Aber das lassen sich die Hausherren nicht bieten. In der Minute darauf, hinterm KIC-Tor, passt Stanley genau auf Puschniks Schaufel. Feinarbeit! Kevin Puschnik macht sich mit dem 3:3 zum Doppeltorschützen in dieser Partie. Das Ganze in Minute 58 und dann muss das Spiel in der Overtime entschieden werden. Und die dauert dann gerade mal 47 Sekunden. Bis Burnstill in Slalom-Manier die Kitzbüheler Abwehr umfährt und in ein weit offenes Tor einschiebt. 53 Minuten lang haben die Adler in dieser Partie geführt und verlieren zum dritten Mal in Folge hauchdünn im Ländle. Und die VU Feldkirch reißt im Schlussakt wichtige 2 Punkte an sich. Das erste Drittel waren wir vielleicht nicht ganz so gut. Ein bisschen langsam gestartet, aber sind dann besser ins Spiel gekommen nach 10 Minuten. Und spätestens am zweiten Drittel waren wir, glaube ich, klar, die Chefs haben, glaube ich, über 55 Schüsse am Schluss gehabt. Aber leider die Chancenverwertung war nicht gerade das Gelbe vom Ei heute. Und der Kitzbühel-Tormann hat da, glaube ich, hervorragend Spiel gezeigt. Der Goalie ist heute wirklich am Kopf gestanden, der hat eine super Partie abgeliefert. Aber ich glaube, ich muss Kredit an die ganze Mannschaft von ihnen geben. Die sind dem Puck entgegensprungen, die haben wirklich gekämpft. Und ich glaube, wir haben gesehen, dass die nur 3 Linien gehabt haben. Sie waren geschwächt, nichtsdestotrotz. Also ich glaube, wir wollten unbedingt den Sieg holen. Leider sehr viele Chancen braucht und sehr spät die Tore gemacht. Aber ja, es ist gut, dass wir nicht zu frustriert worden sind am Ende und einfach weitergespielt haben. Und ich glaube, schon verdient dann gewonnen haben.